Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Conan Exil. Danke, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, wir bauen hier dran. Ihr seht, das ist ein bisschen weiter als in der letzten Folge, denn ich habe die Ausnahmetaste wieder nicht gedrückt. Aber dafür habe ich andere Sachen vorgenommen. Also ich habe die Dings runtergestellt. Ich habe die Droprate etwas runtergezogen. Auch den Erfahrungsmultiplikator. Denn ich glaube, es ging doch ein bisschen zu zügig. Und das Lustige war, ich habe den echt nur auf 1,8 gesetzt statt 1. Jetzt habe ich ihn auf 1,4. So wie alles andere auch. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Außer Killen. Killen habe ich ein bisschen oben gelassen auf 1,8. Denn ich finde, wenn wir denn später uns verbessern wollen, ist ein Kill eine gute Alternative. So, Holz, Stein habe ich hier. Wir müssen hier noch den Kreisel fertig setzen, sprich, wir brauchen noch neue Fundamente. Und das reicht natürlich vorne und hinten nicht. Das heißt, wir brauchen auch wieder Stein. Oh! Da hinten haben wir wieder, ist wieder da. Deswegen können wir hier schön rüberratzen. Wasser habe ich auch geholt gehabt in der letzten Folge. In der nicht vorgenommenen Folge. So, ja, so nun nicht gerade. Ich wollte eigentlich, ich weiß nicht, warum ich mir die Axt runtergezogen habe. Bestimmt, weil ich die Bäume gesehen habe. Dann hier brauchen wir noch ein paar von. Gewicht können wir ja gerade noch schleppen. Oh. So, läuft. Ihr seht, es sind nur noch drei, die kommen. Ist, glaube ich, angenehmer als diese sechs. Und das ist so lustig, dass das bisschen das ausmacht. Ich will gar nicht wissen, wenn ich das auf 10 setze, haue ich einmal drauf und kann mir eine ganze Burg bauen. Ist ja auch nicht Sinn der Sache, ne? Wir wollen ja ein bisschen Spaß haben beim Spielen. Und ich bin halt ein Crafter, ein Bauer. Und die Burg soll geil werden. Oh. So. Wie viele haben wir? Ich glaube, das reicht noch nicht. So. Stufenaufstieg, perfekt. Trotzdem noch recht zügig. Wir gehen mal hier rüber. Ich würde sagen, wir bauen erst das Fundament fertig. Nee, nicht trinken. Ach, da. Ich bin. Oh, da fehlen mir Ressourcen. Was fehlt mir denn? Ja, natürlich Stein. Geh mal darüber. Der Baum spendet auch schön Schatten. Ich baue jetzt erst das Fundament fertig und dann gucken wir uns an, was wir da reißen müssen. Schön ist es, durch Sammeln kriegt man Erfahrungspunkte, aber auch durch Zerkloppen. Ich könnte mal ein Steak essen. Da fehlt mir noch eins. So, komm. Nur eins, oh Gottchen. Jetzt dauert es, das fällt direkt auf. Aber ist gut so. Ich glaube, so haben wir eine schöne Einstellung. So, läuft. Wir sind hier echt safe, ne? Da hinten haben wir einen, wir haben hier echt keinen. Das ist echt lustig. Kein Bösewicht. Dabei dachte ich mir, wenn ich hier bin, lohnt sich auch mal so eine Wache oder eine Hütte besser gesagt zum Fliehen. Erstellen und reparieren. So. Gucken wir mal.
Aber von hier aus auch. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Bild abgeben. Hier über dieser Landzunge. Oder wie auch immer man das bezeichnen will. So, die Acht. Zack. Nee, warte, hier fehlt erstmal noch einmal. Ist der denn so richtig? So. Nein, noch zwei. Noch zwei Dinger brauchen wir. Die sind wieder da, das passt sehr gut. Ja, jetzt ist natürlich hier. Das ist aber lustig, immer hin und her und hin und her. Ich könnte auch hier runter einfach gehen. So. Zwischendurch kommt noch ein Vierter raus. Schon vor, würde man nur einen killen. Wie lange man denn hier kloppen müsste. Genau noch. Ah, die Haltbarkeit ist dann schon runtergegangen, kann das sein? Spielt das alles zusammen? Reicht schon. Das Schöne ist, hier werden uns wahrscheinlich keine Bäume wachsen. Da, 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 fertig. Endlich. So, dann gucken wir mal hier rein. Wir haben hier zwei Punkte. Belastung, Überleben. Ich hau mir mal noch mal einen auf Stärke drauf. Und einen auf Präzision. Und hier haben wir jetzt direkt auch schon was frei. Kostet ein. Ich glaube, wir müssten den hier auch holen. Und damit hört es auch schon wieder auf. Jetzt haben wir hier auch den Zaun und die Workbench. Boah, das ist echt teuer. Das wird jetzt teuer langsam. Langsam aber sich. Hier fehlt, mal, hier fehlt noch einer. Hier fehlt noch einer. Haben wir hier noch Stein? Ich darf nämlich abstürzen. Und was wir auch noch brauchen, sind zwei Türen. Zwei haben wir ja schon. Die hatten wir ja netterweise vorproduziert. Aber wir brauchen ja auf den jeweiligen anderen Seiten auch noch Ausgänge. Erstmal die Acht. Zack. So, damit steht das Fundament. Eisen packen wir mal hier rein. So, dann packen wir die Türen doch genau gegenüber hin, würde ich sagen. Ich hatte jetzt überlegt, lasse ich einen Außenkringel. Aber nö. Warum auch? Den habe ich ja schon hier. Wir setzen die direkt hier ran. Und zwar so, dass die nach außen zeigen. Na, hier ist genau die Truhe, aber das passt, glaube ich, noch. Ja, hier haben wir halt diesen Winkel. Nee, ist ja genau richtig. Genau. Das Haus geht ja da so lang. Nee, das passt. So. So rum. Dann haben wir hier schöne große Räume. Ja, mit den paar Wänden kommen wir zwar nicht weit, aber egal. Ich würde sagen, die 8. Fenster dahin. Weniger Angriffsfläche für uns.
Jetzt haben wir hier noch Löcher drin in der Wand. Da noch eins hin. Guck mal, das wird richtig fett. Groß genug ist es auf jeden Fall. Und jetzt noch raus. Nee, das war mir fast klar. Das ist natürlich blöd gelaufen. Dann müssen wir uns mal eine Kiste herstellen. Doch, wir haben nicht mal mehr fahren. So, 14 Stück, 5 brauchen wir hier. 7 haben wir, reicht nicht. So, das sollte es tun. Dann... Ja, blöd gelaufen. Egal. 100 Holz weg. Frage ist, wenn ich das jetzt alles da rausnehme. Ne, wir können nur laufen. Wo stellen wir die hin? Erstmal nur eine Kiste so. Okay. Mal rinnen damit, was wir nicht brauchen. Vorerst. Die Workbench müssen wir auch noch herstellen. Warum wir keinen Käfer haben, verstehe ich auch nicht. So, die brauchen wir auch gerade nicht. Dadurch haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Läuft dann. Dann kommt hier so Zaun lang. Natürlich, ob ich hier nicht doch noch mal einen außen rum gehe, kann ich ja dann da so eine quasi Bridge machen. Das heißt, wir bräuchten dann doch wieder noch mehr Holz und so. Aber was ich mir auch überlege, wir brauchen Kohle. Wir brauchen unbedingt Kohle. Hier. Ich repariere das mal. Du kommst mal weg. Hier meine 2, die ich noch habe, ist ja auch nicht der Bringer. Ich lasse das mal hier. Wir brauchen Kohle und ich vermute, ganz ehrlich, da sehe ich nämlich keine, dass wir da hoch müssen. Denn was ist wichtiger? Als der ist schon tot. Aber ich nehme hier ein bisschen Stein trotzdem mit. Trink mal einen Schluck. Das Nashorn ist, glaube ich, gefährlich. Hier haben wir schon mal wieder die. Da kommen sie angerannt. Komm. Nehmen wir natürlich mit. Komm ran hier auf den Meter. Was bist du denn für einer? Bams. Da kommt der nächste. Oh shit. Ich brauche mehr Wut. So. Jetzt kann ich auch mein Schild wieder herstellen. Schwert reparieren. Boah, ein Schlag nach dem anderen, ey. So. Entschuldigung. Okay. Die sind gut in Mitleidenschaft gezogen worden. Kohle ist hier auch nicht sichtbar, ne? Das
Es wäre natürlich noch praktisch, wenn man dazu selber, also wenn man Kohle brennen könnte aus Holz oder so. Da hier keine Chance auf Kohle, nee. Das sieht auch von hier schon imposant aus. Okay, hier haben wir halt nur das Nashorn. Das Nashorn bringt uns aber erstmal nicht weiter. Muss auch irgendwo Kohle geben. Da drüben rein. Wir probieren es mal auf der anderen Seite. Können in der Zwischenzeit. Oh, viel haben wir nicht, ne? Können ja mal hier oben lang probieren. Wenn wir mal wieder Holz finden, sagt Bescheid. Wir brauchen Holz. Hier am Fuße der Burg entlang. Okay, hier lang. Ah, da haben wir auf jeden Fall nochmal Hyänen. Ach shit, jetzt habe ich das Fleisch gegessen. Das kann doch nicht wahr sein. Shit, gleich zwei. So, komm. Stirb. Drecksvieh. Wo? Das Lustige ist, sie haben auf jeden Fall Knochen. Können wir die auch einsammeln? Nee. Irgendwo ist einer weg. Da ist irgendwo ein Bug. Nein, ich habe keine Stones mehr. So. Komm, ich brauche doch nur ein bisschen Kohle. Bisschen Kohle für Licht. Geht hier irgendwo Kohle? Da ist ein ganzes Dorf. Da ist er ja. Der verfolgt mich doch schon die ganze Zeit. Wir haben hier keine Kohle. Da ist eine Höhle. Okay, dann müssen wir wohl diesen Weg ein andermal gehen. Ist natürlich ärgerlich. Gibt es hier keine Kohle? So, in dem anderen, da war es nicht so weit weg. Und dabei bin ich doch hier so nah. An der Stadt dran. Bin ich schon wieder gespawnt? Boah, shit. Boah.
Komm, nicht mit mir. Das einzige Gute ist, wir haben halt echt jetzt XP gefarmt. Und wir laufen einfach mal zurück. Ausdauer ist alle. So ein Shit. Hier ein paar Steine unterwegs mitnehmen. Da ist unsere schöne Burg. Ja, jetzt sind wir natürlich auf einer blöden Ebene. Wo ist sie denn? Hm? Da ja, brennt kein Licht mehr. Habe ich eine Fackel noch? Kann ich die auch anschmeißen? Jawohl. Der ist halt ungünstig gelaufen, würde ich mal sagen. Ja, und ein Steak. Aber wir müssen was trinken, das ist viel wichtiger. So. Ja, ich bin blöd gelaufen. Miese Action. Oh, Gammelfleisch hier. Oh, wir haben jetzt schön Felle auf jeden Fall schon mal. Ich auch mal hier lassen. Gerade können wir ja ein bisschen hacken. Ja, müssen wir bei Tagesanbruch nochmal irgendwie auf Kohlesuche gehen. Beim anderen hat ja auch ein bisschen gedauert, bis wir die Kohle gefunden haben. So ist es ja nicht. Kommt ja nicht alles von jetzt auf gleich. Das wissen wir ja alle selber. Aber wir haben hier eventuell bessere Chancen, direkt was zu finden. Oder der sagt sich halt echt, am Fluss entlang ist halt nicht so wertvoll. Wo ist denn jetzt, wo muss er denn hin? Da oben hin. Shit, kommen wir da wieder hoch? Oh, haben wir uns jetzt vermasselt hier. Das wäre der noch gewesen. Kein Hochkommen mehr. Alles vorbei. Naja, aber ich denke, hier geht's lang. So. Wir sind hier noch lange nicht fertig mit der Burg. Okay, was sagt die Mauern? Hier sind die Mauern. Die Mauer muss weg. Sehr, sehr schön. Geht das gleiche Spiel natürlich hier weiter. Außenseite, Außenseite. Außenseite. Ah, guck mal, die Sonne geht auch schon wieder auf. Ja, aber immerhin, einen Kringel haben wir fertig. Einen guten Kringel. Ein bisschen Eisen haben wir auch dabei. Warum sagt mir das denn keiner? Sind wir hier fast nackig? So, haben wir angefangen hier. Okay. Ich würde auch sagen, es ist Zeit, Feierabend zu machen. Ja, müssen wir uns mal schlau machen, wo wir hier Holzkohle finden.
Das letzte Mal war die hier. Jetzt sind wir aber schon hier. Ich bin gespannt. Da unten wären unsere Daueropfer, glaube ich. Unsere hauseigenen Opfer. Doch hier, wenn hier denn der Zaun ist, ich werde hier wahrscheinlich auch nochmal einen Weg drum setzen. Mal gucken. Abwarten, Tee trinken. Erstmal danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht tun wir da ja Kohle. Bis dahin.